Moin aus Hamburg, herzlich willkommen aus unserem Live-Studio. Heute wieder an meiner Seite Lennart. Lennart, wie geht's dir erst einmal? Ja, mir geht's auch sehr gut. Moin aus Hamburg auch von meiner Seite. Wetter ist hervorragend. Man sieht hier, ich habe vom Sonnenlicht sogar einen kleinen Streifen hier im Bild. Da kriegen wir mal ein bisschen Tageslicht ab. Ist auch nicht verkehrt. Sehr gut. Was haben wir heute für ein Thema? Wir haben heute ein Thema Widerstände, Unterstützung, Hochs, Tiefs. Wir haben ja letzte Woche uns ausführlich über gleitende Durchschnitte unterhalten und wir haben uns davor über Candlesticks und Heikin Ashi. Und wer heute sich zum ersten Mal einschaltet, dieses Format heißt My First Trade und wir wollen uns vorbereiten auf unseren ersten gemeinsamen Trade. Und ich werde jetzt mal in die Präsentation kurz überwechseln und ihr seht dort diese Richtung. Ich mache das mal heute rückwärts. Und ihr seht es hier, das ist unser Kompass. Und es gibt nur drei Richtungen, in denen der Markt laufen kann. Nämlich entweder, wie wir in unserer Sprache haben, long, also kaufen, genau. Short. Und die komplizierteste und schwierigste ist die dritte Phase, nämlich warten. Genau, ja. Die Seitwärtsphase, also wo wir halt keine klare Richtung haben, weder long noch short, sondern der Markt pendelt nur so in einem bestimmten Bereich immer ja, von unten nach oben und von oben wieder nach unten. Genau. Und manchmal ist es der beste Trade, den man machen kann, einfach nicht zu traden, dass man einfach am Beckenrand steht und zuschaut. Und das kann man auch nur, meine Damen und Herren, wenn man einen Plan hat. Und den wollen wir Ihnen über dieses Format hier vermitteln. Also Long, Short und Seitwärtsphasen. Und wie wir das im Club und wie wir das auch in dieser Strategie, die wir gemeinsam durchsprechen, erkennen, möchte ich Ihnen anhand einer Software nochmal zeigen. Und ich habe jetzt hier mal aktuell den DAX-Chart mitgebracht. Aktuell bei mir 17.724 und ich bin jetzt auf dem Wochenchart. Und hier sehen wir Tiefs, wir sehen Hochs. Wenn ich jetzt nochmal eine Etage höher gehe, dann sehen wir hier die Bereiche. Dann gehen wir 4 Stunden runter, Stunde, 30 Minuten und so weiter und so fort. Aber wie erkennen wir schnell, wo sind Hoch, wo sind Tiefs? Und zwar haben wir dafür einen Indikator gebaut, der nennt sich TC24 Sun Indikator. Und den werde ich jetzt kurz mal reinfügen. Genau, der fehlt auf jeden Fall hier im Bild. Ich finde immer mit den Sonnen kann man immer sehr schön sehen. Dann. 1, 2, 3. Da haben wir ihn. So. Stechen sofort ins Auge. Lennart, was sehen wir hier? Ja, also hier sehen wir einmal die blauen Sonnen und die roten Sonnen und die zeigen uns oder signalisieren uns eben maßgebliche Hoch- und Tiefpunkte wirklich und ja, die dienen uns einfach zur Orientierung. Wir haben ja, also heute das Spannende finde ich, dass wir mit den Sonnen eigentlich dann alle Punkte zusammen haben, um die Strategie oder das Regelwerk einmal komplett erklärt zu haben. Genau, das werden wir die nächsten Tage, die nächsten Videos besprechen. Also, was wir jetzt identifizieren, weil wir ja in Richtung Swing Trading gehen, ist, wir möchten gerne Ihnen zeigen, wo ist das letzte Hoch. So, wir wissen nicht in diesem Beispiel, ob es tatsächlich das letzte Hoch ist für Ewigzeiten, sondern da müssen wir natürlich auf unsere Indikation, wie letzte Woche besprochen, die gleitenden Durchschnitte. Wir brauchen diese gut ausgeprägten Heikin Ashi Kerzen. So, und ich würde die jetzt mal mit einfügen. Wir haben jetzt hier die Balkencharts und jetzt hole ich hier nochmal die TC24 Heikin Ashi Kerzen rein. Jetzt schauen wir nochmal, wo... Hier ein bisschen runter. Ja, da haben wir sie. So sehen die aus. So, jetzt haben wir ja gesagt, wenn wir ein letztes Hoch haben, dann konzentrieren wir uns auf fallende Kurse. Genau. Ja. Warum? Weil wir sagen, Ebbe und Flut, es läuft in Wellenformation und wenn wir ein letztes Hoch ausgeprägt haben, dann suchen wir jetzt nach einem Einstiegspunkt auf fallenden Kurs. Und dafür, und da werden wir in den nächsten Wochen das nochmal ausführlich besprechen, brauchen wir eine rote Kerze und die gleitenden Durchschnitte. Jetzt geht es aber heute darum, das Hoch und das Tief festzustellen. Jetzt gehe ich nochmal eine Etage weiter runter und dann sehen wir hier ganz unten die blaue Sonne. Das ist das Tief. Jo. So, und jetzt können Sie schon ganz als Anfänger und als der auch mit Trading anfängt, ganz, ganz schnell erkennen, wo ist eine blaue Sonne, das ist nämlich das signifikant letzte Tief, und wo ist die rote Sonne, das ist letztendlich das letzte signifikante Hoch. Aber, und jetzt müssen wir aber sagen, wenn wir jetzt morgen, übermorgen noch weitere steigende Kurse bekommen würden, dann würde die Sonne natürlich mitwandern, in der englischen Sprache ist das Repainting. Deswegen, die Sonne alleine reicht nicht dazu aus, um einen Trade einzugehen. Genau, sehr wichtiger Punkt auch, denke ich, das nochmal
zu erwähnen, wie bei vielen anderen Indikatoren eben ist der auch, also repainted der auch. Und wenn man das jetzt sich mal rückblickend anschaut, dann könnte man ja meinen, okay, ich habe eine blaue Sonne, dann gehe ich einfach long, ich habe eine rote Sonne, dann gehe ich short, und das Ganze ist ja total einfach. Aber genau, sehr wichtiger Punkt mit dem Repainting, also dass die Sonne auch mitwandern kann, ist keine Garantie jetzt, dass der Kurs fällt. Und deswegen, wie du ja angesprochen hast, auch noch die anderen Punkte oder die anderen Kriterien halt, die erfüllt sein müssen. Genau, wenn wir jetzt eine Etage noch höher gehen auf Weekly, dann sehen wir, das letzte Hoch ist denn hier ausgebildet, und ich zeige das mal einmal hier. Das letzte Tief ist hier, und dann haben wir so Zwischenphasen, das sind diese runden Punkte hier, das sind die Zwischenhochs und Zwischentiefs. Dann haben wir hier wieder ein letztes Hoch, sehr schön zu erkennen, und dann hier, das ist das Corona-Tief dort. Also weil wir jetzt auf Wochenbasis letztendlich sind. Nächste Woche, meine Damen und Herren, werden wir uns intensiver mit auch Widerständen und Unterstützungszonen auseinandersetzen, weil die auch letztendlich ja auch wichtig sind nachher für die Gewinnprojektion. Heute geht es eigentlich darum, Hochs und Tiefs ganz schnell aus dem Chart raus zu identifizieren. Ja, haben wir noch was vergessen, Lennart? Also ich glaube nicht, weil Hoch- und Tiefpunkt, das war so das letzte Element, was noch gefehlt hat. Genau, vor allem, weil halt jetzt, sage ich mal, nur in Anführungszeichen Kerzen ausprägen oder so allein nicht als möglichen Einstieg dienen. Es ist ja immer gut, mehrere Kriterien zu haben, und ja, die Sonnen und halt die Hoch- und Tiefpunkte waren das letzte Kriterium, was auf das wir schauen müssen. Und ja, deswegen, ich glaube, ist soweit alles. Genau, und warum das so wichtig ist, meine Damen und Herren, die Hochs- und Tiefspunkte zu erkennen, weil wir dort nachher auch eine der Kriterien mit dem Stop-Loss marken, also Risiko-Money-Management. Ja. Wo platziert ihr eigentlich, Carlos, den Stop-Loss? Also wenn wir short gehen, brauchen wir eine Versicherung, falls das ein Fehltritt ist, dass wir aussteigen, und da dienen letztendlich die Hochs und Tiefs mit gut ausgeprägten Kerzen dazu. Und ihr seht es hier an diesem Beispiel abschließend, blaue Sonne, und wir haben hier eine gut ausgeprägte Kerze. Ja, jetzt sehen wir hier eine rote Sonne, und wir haben keine guten Kerzen. Wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, kann sich die Videos nochmal anschauen. Dort ist alles detailliert erklärt. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Da werden wir uns mit Widerständen und Unterstützungszonen auseinandersetzen. Lennart, hast du noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Also wurde alles Wichtiger gesagt, ich freue mich schon auf nächste Woche und auch auf das Thema dann noch Risiko und Risiko-Money-Management, Stop-Loss platzieren, wie viel Risiko gehe ich ein, weil das ist ein sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, das Wichtigste im Trading. Genau, ansonsten wünsche ich eine gute und erfolgreiche Woche und gute Trades. Das wünsche ich euch auch. Bis nächste Woche. Ciao.